Also Five Fingers seien wir zweite oder wir künstliche Hornhaut. Wir haben meistens keine Hornhaut mehr, weil wir halt Schuhe tragen und im Büro sitzen. Trotzdem ist unser Körper, liebt es eigentlich barfuß zu sein. Das hat ja jeder irgendwie Kindheitserinnerungen oder sowas in die Richtung. Und die Five Fingers sind einfach wie ein Schutz, damit man Schmerzen nicht spürt, dass man auch wie geschützt ist gegen einfach Stiche und Schnitte. Gleichzeitig aber empfinde ich den Boden so barfuß, wie es halt irgendwie mit der Schutzhülle möglich ist. Ja, die Erfindung wird daher kommen, dass ich eigentlich als fast schon Bergbauer und Bub groß geworden bin. Ich bin viel auf dem Hof gewesen in Südtirol. Ich habe dann nach meinem Maturaabschluss als Holzfäller gearbeitet. Da war allen viel in der Natur, habe ziemlich früh angefangen mit Berggehen. Ich bin auch gern draußen gewesen. In dem Moment, wo ich angehabt habe, Industriedesign zu studieren, bin ich vor mir in einer Welt von frühem Internet, Auto, Computer, alles ingeworfen worden, den wir eigentlich jetzt normal leben. Mir hat da einfach was gefehlt, also das Körperliche. Und auf die kleinen Wanderungen, Läufe, die ich gemacht habe, um das zu kompensieren, habe ich halt auch das Gefühl gehabt, wenn ich das jetzt barfuß mache, dann fühle ich mich viel näher dem Boden, der Natur, was ich ja so schätze. Und es ist leider nicht gegangen. Ich bin nie länger als 15 Minuten oder so unterwegs gewesen, ohne dass ich Schmerzen gekriegt habe. Und somit hat sich das irgendwie ergeben aus der Lebensgeschichte, glaube ich. Sinneserleben, das man halt mit Schuhen ziemlich ausfädelt. Also dann sieht man zwar das schöne Panorama, richtig gute Luft, aber man spürt nicht wirklich im Boden. Also wir kommen ja meistens von flachen Böden, von der Stadt, auch wenn man nicht in der Stadt lebt, es ist alles asphaltiert, es ist alles geschützt sozusagen. Wenn man barfuß geht oder mit Five Fingers geht, man empfindet einfach das haptische Gefühl vom Boden greifen wieder, wie es eigentlich in der Natur für unseren Körper natürlich wäre. Und somit gibt es einen starken sinnlichen Aspekt und der gefällt mir besonders gut. Also es macht mir Freude, mir persönlich Freude zu gehen damit. Und nebenher sind auch etliche gesundheitliche Vorteile, aber vor allem ist es einfach die Freiheit, die Leichtigkeit, sich zu bewegen, die Elemente auch zu spüren. So kann ich einfach durch den Bach durchgehen und danach weitergehen und ich spüre das kalte Wasser, ich spüre die Wurzeln danach. Ist für mich einfach eine Dimension näher an der Natur, die, glaube ich, ein Wanderer, ja eigentlich, um das geht er ja wandern, um das mitzukriegen. Ja, ich glaube, da muss man aufpassen, weil es gibt die Doktoren und die Doktoren und es gibt berechtigte Einwände, wie es auch, glaube ich, Konsens ist, also der kleinste gemeinsame Nenner, dass der Körper fürs Barfußgehen gebaut ist. Und wenn ich dem Körper Zeit gebe, sich wieder daran anzupassen, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass jeder Mensch, der was das jetzt mal anzieht, an Schuhe gewohnt ist, an flache Böden gewohnt ist und somit muskulär und auch von der Software her, also von der Art, wie man sich bewegt, verkümmert ist zum Teil, was also die Fähigkeit vom Körper in der Natur anbelangt, sich zu bewegen. Da muss man einfach den Respekt zollen. Wir haben 20, 30, 40, 50 Jahre mit Schuhen gelebt. Und jetzt kommen da wieder andere Muskelgruppen, viel mehr Muskelgruppen ins Spiel. Also muss man sich herantasten. Man sollte das wirklich Zeit geben. Aber dann fängt so einfach eine natürliche Art des Gehens zu sein. Es ist generell gelenkschonender. Es ist den ganzen Körper schonender. Die Muskeln übernehmen Dämpfungsarbeit, die Schuhe vorgaukeln zu übernehmen, aber nicht wirklich übernehmen. Also die Muskeln kennen das viel besser, der nackte Körper kann das viel besser. Leider muss man halt wirklich einen Respekt haben, zu sagen, die Muskeln müssen sich wieder aufbauen. Ganz einfach, ich müsste eigentlich einen Fuß sagen, um das zu erklären, weil beim Schuh geht es eigentlich leider um, zwischen Fuß und Erde das Minimum zu stellen, dass der sich wieder artikulieren und entfalten kann, wie
wie barfuß. Was ganz wichtig ist, ist ganz sicher, dass der dünn und flexibel ist. Der Fuß muss sich ja an den Boden anpassen können. Wenn der sich nicht anpassen kann, dann verliere ich eigentlich einen Grunddatensatz, der es meinem Körper überhaupt erst ermöglicht, sich wie barfuß zu bewegen. Weil wenn mir die Ferse hart landet, weil da keine Dämpfung drin ist, dann stellt der Körper ganz natürlich wieder zurück auf die Grundeinstellung und benutzt den Vorfuß und die Spannungen der Muskeln, Dämpfungsarbeit zu leisten. Und er macht es dann sehr gut, wenn er die Information kriegt. Also muss das dünn sein, flexibel und mehr in Boden fühlen lassen. Wieso der 5-Zehen hat, das ist auch das gleiche Thema. Wenn man sich den Fuß anschaut, der ist hinten im Fersenbereich ziemlich stabil und es sind große Knochen dabei. Aber nach vorne wird er allerweil zergliederter und anpassungsfähiger. Also wenn ich da ansteige und das kann sich anpassen und die Zehen schmiegen sich an den Grund an, dann sind da ganz viele Nerven und Rezeptoren, die das ja meinem ganzen Wahrnehmungsbild zuführen. Und durch die Eindrücke fängt mein Körper ganz automatisch an, auf die ganz uralten Stammhirnprogramme zuzugreifen. Wie bewege ich mich am besten, am geschicktesten? Welchen Tritt verwende ich jetzt? Was ist jetzt das natürlichste, Muskelgruppe anzusteuern? Also der fühlt da ganz früh schon, wenn ich außer Balance komme und kompensiert das mit Muskelspannungen. Es gibt kein Umknicken mit Barfuß. Mit Barfuß gehen oder mit Five Fingers gehen wird es sehr, sehr schwierig sein, irgendwie umzuknicken, weil der Boden und die Stellung des Körpers zum Boden wird eben durch die Flexibilität und durch die Zehenteilung so früh wahrgenommen, dass der Körper sehr früh schon kompensieren kann. Das ist nicht wie in einem Schuh, wo das starr aufliegt und dann irgendwann rollt er ab und dann ist es schon fast zu spät und dann knicke ich aus eigentlich. Dann brauche ich wieder einen hohen Schaft, das zu unterstützen, aber es ist schon nicht mehr Natur. Also da wird wirklich versucht, so weit auf die Natur einzugehen, dass man einfach sagt, das ist gleich wie eine zweite Haut, das sich an den Körper und an seine Bewegungen adaptiert, anstatt den Körper in etwas Hartes einzuschnüren, das dann irgendwie wirklich grob motorisch dahin laufen kann. Auch wunderbar funktioniert für die meisten Leute, aber halt, wenn man wirklich die Fähigkeiten der Natur ausnutzen will, dann sollte möglichst wenig zwischen Boden und Natur sein.